Also trainierst du vor allem einen Arm? Nein, ich tue abwechseln. Aha! Salut zusammen, ich bin hier wieder in meiner Heimatstadt Basel und frage mal so ein bisschen allgemeine Wissensfragen. Hinter der Kamera steht der Roman, er ist unten verlinkt auf Instagram, würde sich sicher freuen, wenn ihr bei ihm vorbeischaut. Und heute werde ich noch begleitet vom 10 vor 10, das heisst, wundert euch nicht, wenn es noch einen zweiten Kameramann im Bild hat. Viel Spass! Vielen Dank für eure Zeit, wie heisst ihr? Thiago. Anna. Ganz kleine Side-Note an dieser Stelle. Anna ist ziemlich bekannt auf Instagram und auf Musical.ly, hat ein Vielfaches von meiner Abonnentenzahl, über 100'000 auf Instagram zum Beispiel. Ich habe sie aber nicht kennt und sie hat auch nichts gesagt, interessanterweise. Falls ihr vorbeischauen wollt, sie wäre unten verlinkt. Thiago, Anna, freut mich sehr bei der Lionel. Was sagst du denn zu dem Klischee, muskulös, aber nicht viel im Kopf? Es geht... Trifft das zu auf dich? Auf mich? Nein. 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 Also, das sehen wir jetzt gerade, hä? Nach welchem Kanton ist die Schweiz benannt? Nach welchem Kanton? Ja. Ich komme nicht raus mit der Frage. Okay, also die Frage ist, unser Land, die Schweiz hier, ist benannt nach einem Kanton von der Schweiz. Wie heisst dieser Kanton? Alin? Wir haben 12 Kantone, oder? Nein! Nein, mein bisschen mehr. Es gibt einen Kanton, der hat einen sehr ähnlichen Namen wie unser Land. Welcher Kanton ist das? Bern. Kanton Schweiz. Sind wir bei Radio Energy, hä? Ist die Schweiz näher am geografischen Nordpol oder am geografischen Südpol? Keine Ahnung. Dazwischen höchstwahrscheinlich. Ja, aber näher. Südpol höchstwahrscheinlich. Ich würde... Das ist so zentral. Am Südpol. Glaube, ja. Okay. Also bei Australien in der Nähe dort? Jo, nicht gerade bei Australien in der Nähe, so voll in der Neuseeland? Nein, auch nicht, glaube ich. Ja, wo denn? Jo, gerade unter. Unter dran, so. Also nicht... Unter Neuseeland? Südlich von Neuseeland, oder wo? Ich weiß es nicht. Ich kann die Frage nicht beantworten. Am Südpol ist es ja kälter als in der Schweiz. Trotzdem fliegen immer alle im Sommer Richtung Süden, wo es warm ist. Macht das Sinn? Schon da. Warum? Immer wieder. Aber warum? Es ist ja näher am Südpol. Wegen der Sonnenwende. Am Südpol ist es kalt und trotzdem fliegen alle südwärts. Macht das Sinn? Eigentlich nicht, nein. Eben, aber warum ist es denn so? Gute Frage. Wegen der Luftströmungen also. Wegen der Luftströmungen. Was ist dir persönlich wichtiger? Ein grosser Bizeps oder ein Sechser? In der Schule, Thomas. Ein Sechser in der Schule wäre besser gewesen. Wäre besser gewesen? Okay, das heisst, es ist nicht dazugekommen? Nein. Okay, aber dafür zu einem grossen Bizeps? Ich probiere es. Okay. Wie trainierst du den ganz genau? Also trainierst du vor allem einen Arm? Nein. Ich tue abwechseln. Aha. Wenn du jetzt die Wahl hättest zwischen in einem Test von einem 4er auf einen 5er oder 100'000 Likes, was würdest du wählen? 100'000 Likes, ein 4er ist genügend. Okay, sagen wir von einem 3er auf einen 4er. 100'000 Likes sind viele Likes, hä? Schon, weil ich habe gute Noten. Aha, ja. Das kann sie sich so erlauben. Ja. Weißt du, Manni Matter gesehen? Manni Matter ist, glaube ich, ein Komiker gewesen. Auf welchem Kontinent liegt Argentinien? Argentinien. Habt ihr schon mal gehört von Argentinien? Das ist dort, wo der Lionel Messi herkommt. Grün und gel, oder die Flagge hier. Grün und gel. Irgendwie. Du meinst Brasilien? Nein, das ist anders. Das Brasilien weiss, wie es aussieht. Oh, okay. Das ist doch die. Keine Ahnung. Okay. Aber wo liegt denn Argentinien? Auf welchem Kontinent? Süd. Amerika. Auf welchem Kontinent liegt Argentinien? Afrika. Nein, es fährt mit Süd an. Südafrika. Fast Südamerika. Ja, genau. Nicht ganz Südafrika wäre ein Land. Und auf welchem Kontinent liegt Südafrika? Auf welchem Kontinent liegt Südkorea? In Korea, keine Ahnung. Also auf Korea? Auf Korea, ja. Auf dem Kontinent Korea? Auf dem Kontinent Korea. Auf welchem Kontinent liegt Argentinien? Südamerika. Auf welchem Kontinent liegt Portugal? Europa. Auf welchem Kontinent liegt China? Asien. Auf welchem Kontinent liegt Australien? Australien.
Die scheiß Gymnasiasten ruinieren mir das Video. Du kommst aus dem Kosovo oder aus Albanien selber? Ich komme aus dem Kosovo. Okay. Ursprünglich. Kannst du jodeln? Nein, also so faxenhaft ja schon. Ja, aber... mach das mal. Ja, nein. Schiffschanone. Wie geht das? Wie geht das? Ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, aber das sagt man nicht. Was heisst das? Das heisst, hey, hallo, das heisst, jo, ich bumse deine Mami eigentlich. Was? Ja, und das. Und das heisst Kurva? Das heisst Schlampe. Was höre ich da alles raus, ohne dass ich weiss, was ich sage?